Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, ich bin Diskussionen, wie sie teilweise euch heute geführt worden sind, einfach nur noch leid. Ich habe, wenn ich an die Regierung denke, nur eine Botschaft, und zwar ist es die Pflicht der Regierung, aufzuklären und transparent zu sein. Und die Regierung hat es auch bei diesem 500-Millionen-Paket nicht geschafft, hier sei es uns als auch die Bevölkerung im Lande transparent darüber aufzuklären. Aber etwas, das für uns alle gilt, für die gesamte Politik, die Ehrlichkeit und das Vertrauen. Und ich glaube, dass in diesem einem Jahr derart viel Vertrauen in die Politik und in die Institutionen verloren gegangen ist, dass es kaum wieder gut zu machen ist. Und natürlich ist die Pandemie extremst belastend für alle von uns. Aber wenn man sich auch die Stimmung in der Bevölkerung ansieht, die anfänglich von Solidarität geprägt war, von einem bestimmten Zusammenhalt auch, von Hoffnung geprägt war, der in den letzten Monaten, wo diese Hoffnung immer mehr in Wut umgeschlagen ist und mittlerweile fast schon als Resignation daherkommt, dass viele Menschen gar nicht mehr die Kraft haben, wütend zu sein, Kraft haben, aufzuzeigen, was falsch läuft und aufzuzeigen, was jetzt zu tun wäre. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass man sich im Klaren ist, welche Kompetenzen hat man, welche Möglichkeiten haben wir auch im Südtiroler Landtag. Und eines sind Soforthilfen, zu denen ich mich entscheiden kann, also Soforthilfen gezielt und möglichst unbürokratisch schnell zu helfen, Kurzarbeit sicherzustellen, Kreditstundungen und so weiter, was alles in Soforthilfen hineinfällt. Eine zweite Möglichkeit oder der zweite Schritt sind Ausgleichspakete, wo wir dann die Wirtschaft stützen, wo wir Umsatzersatz, Fixkostenzuschüsse und so weiter hineinpacken. Und das dritte wäre dann, der dritte Schritt wäre, ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen, um so schnell wie möglich auch den Aufschwung der Südtiroler Wirtschaft zu beschleunigen, wo auch die Digitalisierungspakete hineinfallen und so weiter. Es ist aber nicht ehrlich, wenn wir von Hilfspaketen reden oder von Soforthilfen reden, die eine Mischung der verschiedenen Maßnahmen sind. Und da werden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden. Und wenn wir jetzt am 12. März 500 Millionen Euro verabschieden für ein Hilfspaket, dann ist nicht nur der jetzige Zeitpunkt spät, sondern die Qualität dieses Hilfspakets wird vor allem davon abhängen, wann die jeweiligen Beträge am Konto der betroffenen Menschen sind. Ob das den sozialen Bereich betrifft oder ob das die Wirtschaft betrifft. Das ist die Qualität dieses Hilfspaketes und daran muss sich die Südtiroler Landesregierung messen lassen. Wenn heute Kollegen hier in der Aula davon gesprochen haben, dass das Tricksereien wären, diese 500 Millionen jetzt freizumachen, dann muss ich sagen, nein, getrickst haben wir im letzten Jahr. Getrickst hat Südtirol im letzten Jahr, wo wir die angenommen haben, dass die 476 Millionen, die wir dem Staat schuldig sind, nicht eingerechnet haben und trotzdem verbucht haben. Da haben wir getrickst. Und das wusste auch jeder, der damals mitgestimmt hat. Das war der Trick im Jahr 2020. Jetzt, dass jetzt der Landeshauptmann die 500 Millionen frei macht, indem er sagt, das sind jene Gelder, die uns der Staat noch schuldet. Da möchte ich nur, das sind eben, ich möchte es nicht eine Bilanzspielerei nennen, sondern eine Bilanzschieberei. Denn wenn ich die Anfragen auch unserer Fraktion ansehe, dann hat der Landeshauptmann immer das damit begründet, dass die offenen Rückstände des Staates
vom Staat beglichen werden, aber sie können nicht verrechnet werden. Und jetzt verrechnen wir sie. Beziehungsweise wir, ja, natürlich machen wir das, indem wir jetzt sagen, das und das steht uns noch zu. Und deswegen fügen wir sie in die Bilanz, führen wir sie in der Bilanz an. Und das haben sie in den letzten Jahren nicht gemacht, Herr Landeshauptmann. Wir haben ja auch die Anfragen dazu gestellt. Aber ich sage ja, das ist eine Bilanzschieberei und keine Spielerei. Aber getrickst wurde bei uns schon im vorigen Jahr, als wir sie eingerechnet haben, ohne dass die Verhandlung gemacht worden ist. Das war im Jahr 2020 der Trick. Unabhängig davon wird mit Rom trotzdem weiter zu verhandeln sein, um die Stundung der 476 Millionen zu erreichen. Das ist klar. Eine Frage konkret an Landesrätin Deeg, dann auch die im Artikel 8 Quater zur finanziellen Sozialhilfe. Und das ist typisch für den Südtiroler Landtag. Wir sind dazu vom Schicksal anscheinend beziehungsweise von der Südtiroler Volkspartei dazu degradiert, die Gelder frei zu machen. Wie sie gezielt eingesetzt werden, wie die Kriterien ausschauen, da wird die Landesregierung alleine entscheiden. Auch hier beim 8 Quater, wo dann 54 Millionen eben für die finanzielle Sozialhilfe bereitgestellt werden, für auch neue Unterstützungsmaßnahmen, die eben von Seiten der Landesregierung dann geregelt werden. Die finanzielle Deckung ergibt sich dabei aus dem Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit den neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind. Also das sind 54 Millionen, die schon mit 1. Jänner verbucht hätten werden können. Da hätten wir zum Beispiel auf nichts warten müssen vom Ablauf her. Ehrlichkeit geht aber auch noch weiter. Ehrlichkeit ist auch verloren gegangen zur Bewertung des Südtiroler Weges. Was bedeutet der Südtiroler Weg? Der Südtiroler Weg bedeutet, dass wir lokal, regional Maßnahmen setzen, sowohl was die Pandemie betrifft, aber auch was die finanziellen Hilfen betrifft. Und da wir nun mal weder die Finanzhoheit haben, noch die Vollautonomie haben, geschweige denn ein eigener Staat sind oder ein vergleichbares Rechtssubjekt, haben wir nicht die Möglichkeit, konkret zu planen. Und ich kann mir das jetzt vorstellen, vielleicht kann es der Landeshauptmann bestätigen oder eben dann begründen. Wir haben die Möglichkeit, entweder schnell zu helfen, weil wir sagen, der Staat ist zu langsam, deswegen müssen wir sofort was tun. Oder wir haben die Möglichkeit, denn alleine können wir es nicht schaffen, weil uns die Kompetenz dazu auch fehlt, dass wir einzig dafür verantwortlich sind, Sozialmaßnahmen als auch Wirtschaftsförderung zu machen. Oder das andere ist, wir warten ab, welche Maßnahmen setzt der Staat und wir greifen dort ein, wo aus unserer Sicht Lücken sind oder wo aus unserer Sicht der Zuschnitt auf die lokalen Gegebenheiten nicht vorhanden ist, beziehungsweise nicht so ist, wie wir ihn uns wünschen. Das bringt, wenn man den zweiten Weg geht, und ich vermute es, dass oder zumindest lässt es sich so erkennen, dass wir das eben so machen, dass man sagt, wir schauen, was sind die, wir leisten also die Zusatzleistungen zum Staat. Wir müssen abwarten, welche Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen setzt der Staat. Und wir versuchen, Verbesserungen in diesen Bereichen zu gestalten. Das kostet natürlich Zeit. Und das ist jene Zeit, die eben viele Betriebe und viele einzelnen Personen nicht haben. Aber mit dem werden wir leben müssen, das sage ich auch ganz offen. Ansonsten müssen wir uns auch endlich mal Gedanken machen über die Rahmenbedingungen unserer Autonomie. Ich erinnere an den Autonomiekonvent, ich erinnere an die Finanzhoheit und so weiter. Das natürlich ein für die heutige Debatte oder generell immer ein weit entferntes Thema für viele ist, aber es ist eine Thematik, die uns tagtäglich trifft und tagtäglich in unseren Entscheidungen auch hier im Landtag immer wieder betrifft, beziehungsweise uns die Grenzen aufzeigt. Auch ich vermisse Landesrat Achammer, nicht aus persönlichen Gründen, sondern ich vermisse ihn einfach, weil er als Superlandesrat
mit Wirtschaft, Bildung und so weiter, jene Ressorts hat, die wirklich die zentralen Ressorts in dieser Krise auch darstellen. Und es ist nicht nur merkwürdig und sorgt für Verwunderung, sondern ich glaube, dass das auch zu nicht besonders zur Seriosität auch der Landesregierung beiträgt und zum Vertrauen, zur Vertrauensbildung in der Bevölkerung beiträgt, wenn der Wirtschaftslandesrat nicht klar Stellung bezieht, nicht regelmäßig informiert und nicht auf die Fragen antwortet. Auch die Anderes der Landesregierung, weil meistens bekommt der Landeshauptmann ja gezielt das Fett ab, sei es hier im Landtag als auch medial. Aber ich frage mich schon, warum eine Landesrätin Deeg, die uns seit Jahren das neue Gesetz mit der Fahne vorausträgt, also dass sie endlich das Wohnen leistbarer machen will, warum in diesem Bereich nichts konkret weitergeht, warum hier einfach zugewartet wird und auch medial niemand nachfragt, was für konkrete Schritte gesetzt werden und bis wann man rechnen kann. Wir haben uns jetzt seit 1,5 Jahren wieder vertrösten lassen. Das heißt, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Das heißt immer im Winter, es kommt im Frühjahr heißt, es kommt im Herbst. Wahrscheinlich wird noch 3-mal Weihnachten kommen, bis wir hier etwas erleben werden. Dasselbe betrifft die Landesrätin Kurnzer, wo wir wissen, dass die Verzögerungen im Raumordnungsgesetz eine Verzögerung in der Bauwirtschaft nach sich zieht, die Verzögerungen auch für Planbarkeit in jenen Bereichen, wo man noch planen kann, und jene Menschen, die finanziell noch so aufgestellt sind und auch Betriebe, die investieren möchten, nicht weiterkommen. Dasselbe betrifft Landesrat Schuler mit der Bettendeckelung, Übernachtungsdeckelung und Grenze, wo man nicht weiß, warum er in Zeiten der Pandemie unausgereifte Sprüche loslässt, die nur für zusätzliche Verunsicherung sorgen. Gerade jetzt müsste man vorsichtig sein, aufpassen. Und da geht es mir nicht zu bewerten, ist es gut oder ist es schlecht, sondern nur die Tatsache, dass man hier hinausgeht und nicht klar kommuniziert, das ist ein weiterer Holperstein, der die Menschen einfach nur noch aufregt und die, die es direkt betrifft, auch zur Resignation bringt. Ein Problem, das uns, oder zwei Probleme, die uns die Pandemie ganz klar vor Augen geführt hat. Einmal, wir bezahlen heute geschlossen als Land, geschlossen als Bevölkerung, jene Rechnung, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben im Bereich der Sanität. Das mögen teils staatliche Gründe sein, sind aber zum Teil auch hausgemachte Dinge, indem man sich nicht getraut hat, in bestimmte, unter Anführungszeichen, Hoheitsbereiche der Sanität hineinzugehen und hier für eine Reform zu sorgen. Ich denke dabei auch an das Krankenhaus Bozen im Unterschied zu den peripheren Krankenhäusern. Das Dilemma, das wir da sehen, die unterschiedlichen Kompetenzen, wo die Zuständigkeiten nicht klar verteilt sind und so weiter. Und zum anderen ist es der Landeshaushalt selbst, wo es auch unehrlich ist, zu sagen, als hätten wir Geld ohne Ende und auf der anderen Seite immer mehr Sozialforderungen zu stellen, sei es von der Opposition, aber auch die Regierung oder bestimmte Teile der Mehrheitsparteien, ohne zugleich zu sagen, wo nehme ich die Gelder her? Bin ich bereit, meine Kapitel in den anderen Ressorts zu durchforsten und Gelder frei zu machen, oder bin ich es nicht? Und ich habe noch keinen Landesrat und keine Landesrätin gehört, die gesagt hat, wir sind jetzt in der Pandemie, wir müssen schauen, Gelder frei zu machen. Ich habe hier noch 20, 30 Millionen übrig, die kann ich einsparen. Das vermisse ich. Ich höre da keinen, der sagt, schaut, wir können heuer vielleicht einmal in diesem und jenem Bereich irgendwo verzichten. Denn Südtirol
ist nicht nur ein Ressort, das jeweilige. Südtirol ist auch nicht jeweils nur eine Partei und Südtirol ist nicht nur ein Berufszweig. Und wenn wir hier nicht so ehrlich sind zu sagen, was können wir einsparen oder können wir vielleicht auch gar nichts einsparen, dann wissen wir auch, wie viel Geld zur Verfügung steht. Ich bin der Meinung, dass wir sehr viel einsparen können, wenn wir es wirklich konkret angehen und uns vielleicht auch oder sich die Landesregierung auch die Zeit nimmt, mit Experten auch die einzelnen Kapitel durchzugehen und sagen zu können, wo können wir mittel- bis langfristig auch sparen, um auch nach Corona Investitionen zu tätigen, zukunftsfähig zu bleiben und so weiter. Eine Gretchenfrage, und das ist mir wichtig, dass sie in diesem Landtag einmal angesprochen wird. Und das betrifft nicht nur uns hier in Südtirol, sondern ich habe den Eindruck in ganz Europa. Wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr, als die Pandemie, wir hörten die ersten Fälle in Norditalien, da war das für uns noch, ja mein Gott, dann ist halt in Norditalien ein Virus unterwegs. Das hat uns nicht so betroffen. Erst als die ersten Fälle bei uns waren und dann ging es Schlag auf Schlag. Und wenn wir uns an diese erste Zeit erinnern, wo wirklich ein bestimmter Überraschungsfaktor da war, wo keiner oder kaum jemand und kaum ein Land richtig vorbereitet gewesen ist, da war das natürlich das bisherige Arbeiten komplett über Bord geworfen, das Demokratische im Landtag. Aber es hat uns alle irgendwie auch geeint, dass man sagt, ja, wir stehen zusammen, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung, um dieser Pandemie entgegenzutreten. Und jeder hat auch die Solidarität gehabt und verspürt, zu sagen, gut, um die Überlastung in den Spitälern zu verhindern, um nicht solche Bilder zu haben, wie wir sie aus Bergamo kennen, sind wir bereit, die Betriebe zu schließen, sind wir bereit, unser gesellschaftliches Leben aufzugeben und sind wir bereit, uns sozusagen abzuschotten, einzusperren und jeglichen Kontakt zu vermeiden. Wir sind jetzt nach zwölf Monaten dieser Pandemie, die uns ganz klar gezeigt hat, dass wir es eben nicht schaffen, dieses Virus in einer kurzfristigen Zeit loszuwerden, unter Kontrolle zu bringen oder auszublenden bzw. auszurotten. Das heißt, das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben heute im Vergleich zu vor einem Jahr mehrere Maßnahmen und neue Möglichkeiten, unter anderem die Impfung, unter anderem die Tests, die wir in dieser Form zuvor nicht hatten. Aber so wie es im März 2020 eine ethische und moralische Frage gewesen ist, die wir uns alle gestellt haben, dass wir sagen, gut, um diese Überlastungen, um die Todesfälle zu verringern, schränken wir unser gesamtes gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben ein, so ist es jetzt, spätestens jetzt nach einem Jahr, genauso eine moralische und ethische Frage, wie viele wirtschaftliche Existenzen wir vernichten dürfen, wie viele Arbeitsplätze wir verlieren dürfen, wie viele Arbeitslose es kosten darf, wie viele Bildungslücken unserer Kinder und wie viele soziale Probleme, die wie ein Rattenschwanz mitschwingen, wir akzeptieren, damit weniger Menschen an Corona erkranken und sterben. Und diese Ehrlichkeit, diese Frage für uns als Politik zu beantworten und auch als Gesellschaft zu beantworten, um die lavieren wir herum. Diese Frage stellen wir uns nicht in keiner Diskussion und in keiner Debatte, weder hier im Landtag noch von den Medien dieses Landes. Und das vermisse ich. Und da geht es nicht darum, dass man Corona ignoriert oder irgendwie. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern dass man sich Corona vor Augen führt und auch klar sagt, jeder Tote ist einer zu viel.
das wissen wir. Und trotzdem hat jedes menschliche Leben einen Wert, der sowieso nicht bezifferbar ist für den Einzelnen, für die jeweilige Familie. Aber als Gesellschaft haben wir die Verantwortung, trotzdem einen Kassensturz zu machen und sagen, wie weit und wie lange wollen wir gehen? Was lassen wir uns diese Pandemie kosten mit all ihren Folgeschäden? Und ich bitte wirklich, ich weiß, dass die Südtiroler Landesregierung es wahrscheinlich auch so hält wie viele andere Regierungen in Europa, dass man sich auch orientiert, was machen die Nachbarn, was machen jene, was machen andere. Wenn wir uns aber ein bisschen öffnen und weltweit vergleichen oder auch die Nordeuropäer uns anschauen, und da geht es nicht darum, ist jemand das tolle Beispiel oder ist es nicht das tolle Beispiel, sondern es geht darum, stellen wir uns diese Frage oder stellen wir sie uns nicht. Und ich merke es zumindest, dass es bei den in den Staaten, vor allem auf die wir schauen, Deutschland, Österreich, dass man sich hier die Frage meines Erachtens viel zu wenig stellt und Italien auch weit weg davon ist, sich diese Frage zu stellen. Und ich bin trotz allem ein zuversichtlicher Mensch, weil ich wirklich darauf baue, dass wir bei den ganzen Diskussionen jetzt auch um die Impfungen, ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir es schaffen, die älteren Generationen, 70 plus, dass all jene, die es möchten, sich schützen können mit einem Impfstoff, die einen schweren Krankheitsverlauf im Großen und Ganzen vermeiden können und sich dann vielleicht wirklich das eintrifft, was eigentlich die Impfungen uns versprechen, dass nur noch wenige auf der Intensivstation landen, und zwar jene aus den jüngeren Kategorien, wo der Landesrat Wiedmann gestern gesagt hat, 20%, das wären dann bei uns 8 Leute, wenn wir auf die jetzigen Zahlen, wenn wir mit den jetzigen Zahlen rechnen, dann und auch die weltweite Entwicklung ansehen, wo auch die WHO sagt, dass die Mutationen, die jetzt auftreten und wieder zu einem leichten Anstieg führen, dass Mutationen im Allgemeinen, und ich zitiere hier die WHO, die dann klar sagen, Mutationen treten am Ende einer Pandemie auf. Als das, wenn das Virus sich sozusagen neu zu orientieren versucht, so zumindest sagt es der Präsident der WHO erst kürzlich, in Kombination mit der natürlichen Immunität, die bei uns ja auch aufgrund der hohen Inzidenzzahlen der letzten Monate bereits sehr hoch ist, dass wir es auch schaffen, hier im Laufe der Sommermonate auf einen Wert zu kommen, der der Normalität entspricht, und dass wir dann im Herbst auch so starten können. Und hier erinnere ich bitte an das, was ich vorher gesagt habe, was sollen wir es uns kosten lassen und was können wir uns leisten, dass wir dann so schnell wie möglich auf den Normalmodus wieder umschalten. Danke.